Hans Meerstong. Seine Kollegen und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Die Wüste, die heißt Atacama. Hier zu leben ist wirklich ein Drama. Und doch gibt's bis heute hier immer noch Leute. Und mit ihnen leidet das Lama. Unter Lebensgefahr haben Meerstong und sein Kollege Max einen Tankzug mit Wasser in ein Bergdorf gebracht. Nach einem schweren Erdbeben sitzen sie fest. Schnauze voll von der Maloche. Ja, noch immer besser als hier rumzusitzen. Die sollen die Straße freischaufeln. Die sollen genauso reinklopfen wie wir, als wir den Karren aus dem Dreck geschaufelt haben. Wart nur, Momentito. Eile mit Weile. Hör bloß auf mit diesen dämlichen Sprichwörtern. Ja, dem kannst du wirklich nur mit der Wahrheit kommen. Das glaube ich nicht. Warum glaubst du es nicht? Die Wahrheit ist, dass sie gut 5 oder 6 Tage brauchen, um die Straßen nach unten freizukriegen. Ist mir völlig wurscht. Ich hau morgen ab nach Hause. Na ja, und wenn wir nicht durchkommen? Sind wir raufgekommen, kommen wir auch wieder runter. Okay. Wartet mit dem Essen auch mit. José Batista Guevara, die Akira kommt gleich. Einfach nicht, aber gute Hausmannskost. Köstlich. Man fragt sich wirklich, warum hier nicht mehr Leute essen. Kann es sein, dass du schlechter Laune bist? Nö, ich bin okay. Ich freue mich, dass ich 9 Tage hier in den Bergen rumhängen darf. Warum habt ihr das schon angefangen? Ich hab doch gesagt, wartet mit dem Essen auf José. Da bitte, schade das an. Es geht doch wieder nicht mit rechten Dingen zu. Echte ungarische Salami. Kommt denn das Zeug her? Ja, aus Ungarn, woher sonst? Ach nee. Probiert mal, echtes deutsches Spitzenbier, eisgekühlt in Dosen. Ich will erst wissen, wo das Zeug herstammt. Das ist doch bestimmt geklaut, oder? Quatsch, von einem guten Freund geschenkt bekommen. Und ihr seid meine besten Freunde. Ihr habt mir geholfen, meinen LKW frei zu schaufeln. So kriegt ihr also Salami, deutsches Bier und kubanische Zigarren. Oh. Lo mejor de todo aún. No lo sabéis. Volvieron a abrir el Casino El Dorado. ¿Tatsächlich? Es verdad. Estoy seguro. Se puede jugar cuanto se quiera. Y por esto va mucha gente interesante. Casino? Was redet denn der da, was ich nicht hören soll? Du nichts, Blödsinn. Dann soll er Deutsch reden, er kann doch Deutsch. Nicht so gut. Ich hab dich bis jetzt aber noch immer verstanden. Es darf ein Chilene in deiner Gegenwart nicht mal mehr Spanisch sprechen? Doch, dann sag du mir doch, was los ist. Er hat doch irgendwas von einem Casino erzählt. Nur von einem kleinen Spielchen. Hab ich mir schon gedacht. Was hast du dir gedacht? Dass das genauso ein Zocker ist wie du. Ach, und so ein Spielchen in Ehren. Pass mal auf, ihr könnt machen, was ihr wollt. Du zahlst mir mein Ticket und ich sitze übermorgen in meinem Flieger. Zahltag in den Kupferminen. Las apuestas de hoy van a ser muy altas. Y sería una lástima que no estemos ahí cuando se apueste. José. Pero debe ir a saberlo. Ihr quatscht ja schon wieder Spanisch.
Aber es fällt mir gar nicht mehr auf. Er hat nur gesagt, wir sollen warten, bis die Straße freigeschaufelt ist. Nee, so viel kriege ich inzwischen mit. Er hat gesagt, er wollte zum Zocken gehen. Was lässt es dann übersetzen? Ich will wissen, ob du mich mal wieder verladen willst. Sicher. Morgen ist Abfahrt nach unten. Diesmal kriege ich mein Flugzeug. Verlass dich drauf. Gut, mache ich eben kein Spielchen. Muss ja nicht sein. Genau. Ihr lügt doch, wenn ihr das Maul aufmacht. Ja, Papi. Ich gehe jetzt in die Klappe. Nachmittagsschläfchen, Papi. Morgen ist ein anstrengender Tag. Du zahlst für mich. Du brauchst eine Quittung für Speisen und Getränke? Leck mir doch die Bäume. Halt dir was aus. Na, was sagst du, wie die Partie läuft? Wenn ich gewusst hätte, dass du so gute Karten hast, wäre ich ja nicht mitgegangen. Okay. 20, leicht dir. Ich verliere sowieso. Komm, sauf nicht so viel, spiel. Hola. Mann, das mit. Cinco mil. Cinco mil. Ja, Compadre, wie schaust denn du aus der Wäsche? Gefällt dir dein Papier nicht? Zeig. Bello. Was ist denn jetzt los? Zeigen alle! Das hat doch noch kein Mensch gesehen. Da spielt doch wieder der erste Mensch. Das ist mein Geld, Freund.
Idiot. Wenn du nicht so viel gesoffen hättest, hätte ich meine 8000 noch zum Spielen. Warum hast du nicht aufgehört? Bitte spinnst. Mitten in einer Glückssträhne. Du hast doch verloren. Du, das war ein ganz kleines Tief. Wenn ich mein Kapital noch gehabt hätte, stünden wir jetzt da wie Einser. Sag, spinne ich da drin falsch? Nein, glaube ich nicht. Es ist zum aus der Haut fallen. $100. Und die zieht einem die Hosen aus. Also sieht einem die nicht an? Nein. Podrían hacer un viaje al otro lado, a Libertad. Sí. Pasar mercadería. Was will denn der Dorfkavaliero? Nichts Besonderes. Sprich doch was von Freiheit. Libertad heißt doch Freiheit. Ja. Was meint er mit drüben? You can get a lot of money, my friend. $100? Vergiss es. Es ist zu gefährlich. Okay, ich kann $100. Und was habe ich zu tun für deine läppischen $100? Do I have to kill a man? Bullshit. I only bring things across the border. You know. I only bring things across the border, yes. I know. You know the border, you know the way? Frontiera, Grenze, hm? Si. Ich weiß nicht, Max. Lass uns lieber nach Hause fahren. Nach Hause? In welches nach Hause? Wenn er uns $100 beschaffen kann, mache ich dich da drinnen fertig. Ohne mich. Ohne dich. Zuerst leistet er dir 20.000 von mir und jetzt ohne dich. Weißt du, dass das Geld von Franz war? Ach. Du hast dir das Geld auch ausgeliehen? Ja, irgendwie schon. Come on, let's make the trip. Weißt du, es war ja mein Geld, aber... Ich schulde Franz noch den Flug nach Europa und den muss ich ihm beschaffen. But the only cash. Plata, claro? Okay. Komm. Hey, no. También. Du kleiner Wüstenfuchs? Alles okay? David. No problems. I did it 100 times. No problemas. Nächste Mal mache ich dich mit einer Kette am Bett fest. Vamos, cojonazo, muévanse! Danke, García, paga bien! Sag, was laden wir eigentlich? Schweinekram. Buenos? 6 Hefte Videos. Na ja, wer es braucht. Komm! Listo, señores. Puta, que le gusta la pornografía, esto gringo, ¿eh? La pura verdad. Max? José! Buenos días. Buenos días. Señora, ¿Sie gesehen meine amigos? No he visto, amigo, yo. Gracias.
Buenos días, señor. ¿Usted sieht meine Amigos? No. Aquí los atiende, ¿no? No hay nadie acá. No. Max? No hay nadie acá. Silencio. Cristina, no tiene nada acá. Wirklich, Santísima, ayúdanos. ¿Sind die echt? Ganz echt. ¿Son ellos los que andamos buscando? Sí, ellos son. ¡Bájense! Jetzt machen wir überhaupt nichts mehr. Gänse! Es gibt nur noch Gefängnis, viel Gefängnis. Gänse! Marcel, Pornografie. Pornografie? Sí. Du, wenn wir beide zugleich abhauen, haben wir eine Chance. Franz, lieber nicht. Gänse! Hola. ¿Quiere ver pornografía? Bueno, pero con mucho cuidado. Sí, en el camión, cassette. Sí. Por favor. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Wenn Blödheit bestraft werden würde, dann würde der aus dem Knast nie wieder rauskommen. Blödmann. Moment! Herr Kollege, ich habe mal eine Frage. Hier soll irgendwo so ein richtiger Zockerladen sein, wo richtig professionell gespielt wird. Karten, Poker. Und Roulette, so eine Art Casino. Das kann nicht weit von hier sein. So ein Eldorado. No hizo pasar ningún camión. Yo estoy toda la mañana acá y no hizo pasar ningún camión. Jetzt verstehe ich leider nichts. Vengo del Pozo 3 y voy a la mina de azufre a buscar un amarro de leña. Augenblick mal, mein Problem ist, ich habe einen Freund, einen Amigo. Und der ist ein bisschen labil, un poco labilo, verstehst du? Und der hat einen Freund, der ist noch labiler. Labilissimo. Und die beiden muss ich aus der Höhle wieder rausholen. Ich bin 5 Uhr, nicht volver. Después tengo que ir a almorzar con mi familia ya la casa. Me están esperando. Also, ja. Was ist denn mit dem Esel? Kann ich den mieten als Taxi zum Casino? Hä? Hey. Ja, okay, den, ja, den großen, ja. Oh, danke. Hab allerdings noch nie. Einmal sehen. Oh. Oh, danke. Ja, vielen Dank. Si no, papá, porque tu peso gringo. El peso va a venir.
Ja, das ist wie in Deutschland. Ohne Peso kein Taxi. Das siehst du? Da steige ich mal wieder ab. Vielen Dank. Adios. Und Max kommt in meine Haut, oder? Werden, Junge. Junge, wo ist Max und die Zugmaschine? Ich! Hä? Komm, komm! Oh, warte. Bueno, bueno, ich ergebe mich. Ich bin schon wieder klar. So. Jetzt hier! Kannst du wieder was erkennen? Klar? Du bist doch der Franz. Genau. Und jetzt geh mal ein paar Schritte. Ich kann's ja auch! Wo ist Max? Ich weiß nicht. Ihr seid doch zusammen zum Zonken gefahren, oder? Ja! Na also, und wo ist er jetzt? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Wo ist die Zugmaschine? Zugmaschine? Drüben. Ah, die ist drüben. Auf der anderen Seite der Grenze. Ich glaube, ja. Du glaubst. Du glaubst, dass die Zugmaschine drüben ist. Das glaubst du. Und Max auch, glaube ich. Ah, du glaubst, dass Max und die Zugmaschine drüben ist. Das glaubst du. Vielleicht kannst du mir auch noch erzählen, wie die beiden da rübergekommen sind. Wir haben etwas transportiert. Schmuggel, wir waren pleite. Ihr habt mein ganzes Geld verzockt. Ich gebe dir alles wieder, was sich Max von dir geliehen hat. Geliehen, Mensch. Geklaut hat er's. Und dann mir geliehen. Hallo, 20.000. Und den Rest hat er sich selbst geliehen. Ich gebe dir meinen LKW dafür. Ja, dafür kriege ich mein Ticket nach Hause. Doch, bestimmt. Du bekommst so 150.000 Pesos dafür. Ein Wort in Gottes Ohr. Komm, steh auf. Wir fahren jetzt da runter nach Santiago und verscheuern deine alte Klapperkiste. Ich will endlich mein Geld sehen. Und ihr macht untereinander aus, wer was von wem zu kriegen hat. Ich will euch nämlich nie wiedersehen. Ich hab meinen LKW verloren. Oye, espera. Tengo una idea. Permiso. Un momento, señor. De nada. Franz? Es geht doch nicht. Was geht nicht? Dass wir jetzt runterfahren. Und ob das geht? Ich kann dir erst morgen meinen Wagen geben. Morgen? Morgen ja. Bin ich schon halb in Europa, Junge. Eso. Si es que quiere dejar a su compañero plantado. Was sagen Sie? Ey, was sagt er? Max geht es schlecht. Er ist schwer verletzt und hat Fieber. Ambos estuvieron en una balacera. Bang, bang. Sie müssen ihm wahrscheinlich ein Bein abnehmen. Was? In todo caso, mañana lo trasladan desde la cárcel al hospital. Er kommt morgen aus dem Gefängnis ins Krankenhaus. Und Garcia meint, dass er kaum eine Chance hat, von da wieder ins Gefängnis zurückzukommen. Usted sabe que el aprovisionamiento de medicamentos en esta zona fronteriza no es bueno. No hay penicilina. Ni banco de sangre, y posiblemente ni siquiera anestésicos.
Ich muss morgen rüber, um ihn aus dem Krankenhaus rauszuholen. Da würde er sterben, die haben nicht mal Penicillin. Rescatarlo del hospital es más seguro que de la cárcel. Und was haben Sie mit der ganzen Sache zu tun? Casualmente estaba al frente cuando esto sucedió. Er war drüben, als es passiert ist. Aha, und nun wollen Sie uns helfen, aus lauter Nächstenliebe, wa? Yo sé dónde está él. Er hat gute Beziehungen drüben. Kann alles nicht wahr sein. Kann alles nicht wahr sein. Warum trifft es immer mich? Bueno, hasta mañana. Espero estar en la frontera eso de las 9. Está claro, hasta mañana, estará allá. Noch gewollt. Das habe ich drüben erwartet, hinter der Grenze in Libertad. Da bringe ich ins Krankenhaus. Franz, du kannst mir den Wagen nicht wegnehmen. Tu ich doch nicht. Ich kann doch nicht Max im Stich lassen. Ach, auf einmal. Aber gestern konntest du noch im Stich lassen. Da wusste ich doch nicht, dass es so schlimm ist. Ein Kumpel lässt man überhaupt nicht im Stich, ganz egal, wie schlimm es ist. Wäre jedenfalls nicht in Ordnung. Drüben, wohin sonst? Aber Garcia kommt erst morgen. Eben, deswegen. Er hilft uns. Niemals. Wem sehe ich den kalten Vogel auf 100 Meter im Dunkeln an? Ohne Garcia haben wir drüben keine Chance. Mit ihm schon gar nicht. Und wenn ich dich auch im Stich lasse, wie Max? Das machst du nicht. Wieso nicht? Weil du was gut zu machen hast, Mensch. Hast recht. Vamos! Oh, die darf man nicht aufmachen, die ist kaputt. Su documento, señor? Buenos días, señor. ¿Cómo estás? Todo in Ordnung? Todo in Ordnung. Ja. Damit macht man keine Witze. Was heißt Witze? Hier hat's angefangen. Ach, das ist hier der Schmugglertreffpunkt? Ja. Was machst du denn, wenn dich einer wiedererkennt? Nichts, was kann ich schon machen? Du hast vielleicht Nerven, du. Franz, ich bin nicht feige. Sagt doch auch gar keiner. Zur Operation. Ja, aber wie wollen wir denn das machen? Du kriegst erst mal raus, ob Max überhaupt da ist.
kein Penicillin. Das ist doch ein ganz normales Krankenhaus. Enfermera Elvira, llame por favor a la sección 4. Doctor Rivera, vaya por favor al laboratorio. Doctor Rivera, vaya al laboratorio. Enfermero da Costa, por favor, llame al número 396. Repito, enfermero da Costa, por favor, llame al número... Er ist seit heute Mittag hier. Steht auf dem Krankenblatt. Wusste ich doch, dass der kleine Vogel keine Ahnung hat. Der Schwede. Wer bist denn du da? Ich bin der Franz. Ach so, hier, wir beide bringen dich rüber. Und der? Der ist jetzt Maria. Und José. Los, Tempo. Todo ok. Ok. Caminamos por la calle negra con nuestros chaquetones negros. Al final del callejón se abre una ciudad. La niebla oculta nuestros rasgos y baja la vereda. Empieza otra noche de sábado. José, wohin denn? Zurück! Ja, wir müssen aber irgendwas laden. Wenn wir ohne Fuhrer an der Grenze ankommen, dann gucken die uns rein und der Ofen ist aus. Wir verlieren zu viel Zeit. Max hält es nicht durch. Ach, hält er nicht. Der hält schon durch. Mach dir mal keine Sorgen. Also, wohin jetzt? Wo sind wir denn? Wir sind hier Ecke Ramirez, La Torre. Nach rechts! Alles klar. Muchas gracias, señor. Adios. Glaubst du wirklich, dass das funktioniert? Das funktioniert überall auf der Welt. Wenn du dir vom Zoll eine Plombe dran machen lässt, kannst du durchs ganze Land fahren. Nicht mal an der Grenze kontrollieren sie dich. Warum? Wenn du mit einer Zollplombe fährst, fährst du quasi unter Ehrenwolf, verstehst du? Aha. Das ist ja schön und gut, aber wir haben es uns anders überlegt. Wir wollen nicht mehr ins Hospital. Averigüe que lo van a operar hoy a las 8. Si quieren rescatarlo, tienen que apurarse. Después lo trasladarán al hospital militar y será imposible rescatarlo. Also, das ist ja schön und gut, aber wir wollen nicht mehr ins Hospital. Wir haben es uns anders überlegt.
Er verpfeift uns. Franz? Nicht? Fahr nicht, Franz! Er hat uns verpasst! Da gibt es Verräter! Da gibt es... Oh, unser bester Franz! Oh, der hat Geld gekriegt von... Hau jetzt, Max! Das ist ein Schmuggler! Ach, ja! Ma mi dici che è contrabbando? Oye! Che vuoi sconsolte la testa e me la smettiaros, eh? Déjame explicarte! Ricarducho, compadre! Ma caete, però! Ah, ja, und jetzt hätte ich bei der Polizei abgeliefert! Und nochmal, Kassier! Oye, oh, giusto, puoi attaccar, caete! Gut, dass wir schon gestern gefahren sind. Aber ich hab's geahnt. Franz hat den Braten gerochen. Franz! Franz, hol mich hier raus! Ach, Alter! Ich will raus! Max! Bist du okay? Mach dir keine Sorgen, wir haben den Jungen fest im Griff. In 3 Stunden bist du drüben. Also komm. In der Gegend haben sie uns gestern geschnappt. Hier wird mit garantiert von Miliz. Aber doch nicht in der Richtung. Bist du sicher? Ja. Ahora mi, was hai dir bien claro? Donde nuestra está esperando la milicia? Yo qué sé, hombre. Den brauchst du gar nicht erst zu fragen. Der lügt, wenn er das Maul aufmacht. Was hast du vor? Na, fahren, was sonst? Unmöglich, die kennen mich. Weißt du was Besseres? Ja. Ich stelle mich der Miliz. Und dann? Dann sind die für ein paar Stunden beschäftigt und du schaffst es über die Grenze. Red kein Blödsinn, steig ein. Das ist kein Blödsinn, das ist ein Ablenkungsmanöver. Das ist Selbstmord, José. Das vorne überall ein Vorteil. Pero cálmate, hombre. Está todo bien, pero usted no debe seguir viaje. La frontera está cerrada. Usted debe permanecer acá. Gut. Habe ich richtig verstanden? Alles in Ordnung. Okay. Le dije que tiene que quedarse aquí. Okay, gut, gut. Yo le voy a mostrar al oficial el peligroso contrabando que traen estos sinvergüenzas. ¿Pero qué traen ahí? Ya le mostraré yo. Basta con mirarle la cara a este inmoral. ¡Sucio! Estoy seguro, oficial, que en alguna parte tiene que haber algo. ¿Tiene otro lugar donde esconda algo? Se lo puede mostrar. Aquí no pasa nada. No, no pasa nada, cámara, pues tendremos que irnos. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah!
mal zu, Senores. Ich muss jetzt so ganz allmählich darüber. Und zwar ein bisschen eilig. Pronto, pronto, versteht ihr? Ich weiß ja, dass ihr hier auf mich wartet, aber ich bin nun mal schon hier. Ich kann nicht mehr von da drüben nach hier hüben kommen. Ich kann nur noch von hier hüben nach da drüben kommen. Ist das klar? Sonst wird's nämlich ganz schlimm mit meiner Ladung. Sonst werden mir die Eier heiß. Ich habe 10.000 Eier geladen. Versteht ihr? 10.000 Huevos. Capito? Das ist schon gut. Ey, werd doch nicht gleich sauer. Franz? Franz! Hilfe! Was? Franz! Hilfe! Hilfe! Franz! Franz, hol mich hier raus! Ich bin raus! ¡Ustedes a la barrera! Algo ocurre. Déjame ver. ¡Dios! ¡Imbéciles! ¡Estúpidos! ¡Gatos de yeso! ¡Casi me matan a mí, estúpidos! ¡Allá los mismos! ¡Ellos tenían que disparar! ¡Yo soy García! ¡García! ¡Ah! ¡Una explosión! Sí. No sé qué se, de qué se trata. ¡Allá! ¡Allá los gringos! Oh, gracias. Ja, also, 100. Hey, du hast zu viele Karten. Aber stimmt doch gar nicht. Und Franz hat 12 Karten. Ach, Trampa, das ist Betrug. Ach, redst du ausgerechnet von Betrug. Und 300.
Aber Dollar, dass das mal klar ist, ne? 300 Dollar. Die habe ich nicht. Wenn du anständig spielst, kannst du sie gleich haben. Ihr gewinnt doch sowieso. Das ist doch keine Einstellung zum Spiel, José. Du musst hier seriös spielen. Das ist doch kein Witz, oder? Außerdem schuldest du mir noch 20.000. Ja. Und du mir noch 120.000. Ja, sonst komme ich hier niemals weg. Morgen Mittag geht mein Flieger. So wie der spielt, kommt er nie zu Geld. Na, und er kann dir dein Geld nicht zurückgeben, das du mir zurückgeben musst. Also, spiel gefälligst anständig. Royal Flash, Kreuz. Ach, ich habe auch ein Royal Flash, auch ein Kreuz. Also, Franz, so wird das nie etwas.